Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Morgen. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Inovi-Webcast. Heute zum Thema Inventor Belastungsanalyse FEM oder auch Festigkeitsberechnung und Formgenerator in Autodesk. Ja, es freut mich, dass Sie heute Vormittag wieder bei uns dabei sind bei einem unserer Inovi-Webcasts. Mein Name ist Matthias Bayer vom Inovi-Partner Hafners Büro. Ich bin heute als Moderator mit dabei und ja, bin so ein bisschen für die Technik zuständig. Wenn Sie Fragen haben zwischendurch, dann bitte ich Sie, die doch bitte in die Chatbox oder in die Fragenbox einzugeben, dann durch mich betreut. Und noch an alle der Hinweis: Der Webcast wird aufgezeichnet und Sie erhalten natürlich alle im Nachgang einen Link, um sich das Video nochmal anzuschauen oder auch um Kollegen einzuladen. Das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Dann würde ich übergeben an meinen Kollegen, den Herrn Leonhard. Einer legt los. Dankeschön, Matthias. Dankeschön. Also mein Name ist Rainer Leonhardt. Ich bin neuer für Maschinenbau, mache ich viel Inventor World und ein paar andere Sachen noch. Und wir beschäftigen, oder ich erzähle erst noch mal ein bisschen über Inovi und über Hafners Büro. Also Inovi, was ist das überhaupt? Das ist ein Verbund von vier Firmen, von vier Partnerfirmen, die sich zusammengetan haben, natürlich einmal um das Grundwissen zu erweitern, also dann Spezialisten für Architektur, für Maschinenbau, da aus der Ecke komme ich, aber auch für Infrastruktur. Und gerade Infrastruktur haben wir eben bei Inovi dazu gewonnen. Insgesamt circa 180 Mitarbeiter über 8 Standorte verteilt und auch eine gute Anzahl von Kunden. Naja, ein zweiter Grund, warum man, ja, vielleicht darf ich das auch sagen, warum wir uns zusammengetan haben, ist auch, um besseren Stand zu haben vor Autodesk, weil die haben immer die Bestrebung, die kleinen Partner rauszuschmeißen. Damit können wir auch schon mal eintauchen in unser heutiges Thema, also Inventor Belastungsanalyse, Formengenerator. Warum ist das zusammengefasst? Weil die Grundlagen eigentlich die gleiche sind. Die Grundlagen ist eine FEM-Betrachtung, finite Elemente. Mit Methodos, glaube ich. Und was ist das überhaupt? Unsere, ja, Objekte, die wir eben anschauen, werden in lauter kleine Elemente unterteilt. Und durch die Algorithmen kann man dann wenn man dann eine Kraft eingibt in diese Elemente, nachverfolgen, wie die Kraftverteilung, wie die Spannungsverteilung über das Teil aussehen wird. Naja, das ist natürlich immer eine Vereinfachung. Die Wirklichkeit ist ja immer ein bisschen komplizierter als solche vereinfachten Lastfälle. Die wichtigste Vereinfachung ist, dass nur statische Lastfälle betrachtet werden können. Das heißt, das Objekt muss sich in einem Kräftegleichgewicht befinden und es muss an einer Stelle festgehalten sein. Sonst kann das System das nicht berechnen. Zweite Sache, die ich kurz hier mal anreißen möchte, ist das lineare Verhalten des Materials. Das heißt, das Material muss sich im Prinzip wie eine Feder, muss sich wie eine Feder verhalten. Das heißt, es wird zusammengedrückt, muss sich aber auch wieder auseinanderholen. Und dann sieht man schon, dass man da doch schon wesentliche Vereinfachung vornimmt. Das heißt, für Kunststoff könnten wir dann ein größeres Problem haben. Und für natürliche Werkstoffe, ja, Holz oder ähnliches, haben wir eigentlich keine Chance, hier dieses System zu verwenden. Das geht nämlich dann in Richtung isotropes Verhalten des Materials. Das heißt, das Material muss sich in alle Richtungen gleich verhalten. Und solche Sachen wie Temperatureinflüsse, die können wir dann oder die müssen wir dann eben
ausschließen aus unserer Betrachtung. Ich habe hier noch eine Zeile hinzugefügt, Inventor Nastran. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Wenn wir Zeit haben, können wir da noch mal kurz reinschauen. Was ist das? Nastran, das ist ja eine Entwicklung von NASA gewesen. Ich weiß nicht, ob die das, die werden das auch sicher immer noch verwenden. Da hat sich Autodesk eingekauft und bietet das auch an. Und für wen wird das angeboten? Für die, die eben eine Collection verwenden. Also Autodesk ist da immer sehr drauf bedacht, da die Leute immer auf die Collection zu führen, um um dann weitere Programme, weitere Möglichkeiten anzubieten. Damit möchte ich in das Programm auch direkt mal einsteigen und Ihnen mal diese Umgebung zeigen von diesem FEM-Modul oder von der Inventor-Belastungsanalyse. Das ist für mich jetzt mal gleichbedeutend. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel zeigen aus dem Einzelteilbereich. Ich werde es ja noch relativ einfach halten, einfach um Ihnen mal das Prinzip und die Umgebung hier vorzustellen. In dem zweiten Schritt möchte ich Ihnen auch noch mal einen Belastungsfall innerhalb einer Baugruppe zeigen. Und zum Schluss, ich denke, da werden wir auch noch Zeit haben, möchte ich Ihnen ein Beispiel kurz mal anreißen, was der Formengenerator tut und was der kann. Also wir haben ja hier diesen Befehl Formgenerator. Das zeige ich Ihnen dann auch noch mal. Ich baue mir mal ein kleines Part auf als Belastungsanalyse. Das soll einfach mal eine Platte sein. Zehn Millimeter dick. Um noch ein bisschen mehr zu sehen, werde ich hier eine Bohrung draufsetzen. Und vermittel die mal hier in der Skizze. Das geht ja wunderbar hier. Und na, ist offenbar schon passiert. Und wichtig natürlich dann, ne, ist nicht in der Mitte. Wichtig ist natürlich dann zu bestimmen, welches Material verwendet wird. Na komm. Und kann Ihnen dann auch einige Befehle der Umgebung dann ein bisschen näher bringen. Material nehmen wir hier Aluminium. Wechseln dann in die Umgebungen und haben hier die Auswahl Belastungsanalyse. Und falls Sie mal Nastran installiert haben, hätten Sie das auch hier zur Verfügung. So sieht es aus. Ist erstmal noch nicht viel zu sehen. Wir können prinzipiell hier diese Befehle von links nach rechts erfüllen. Und als erstes erstelle ich eine Studie. Hier können wir auch sehen, was dieses Modul eben kann, also statische Analysen. Wie gesagt, wir brauchen einen statischen Lastfall. Es ist auch eine Modalanalyse nötig, also sprich die Eigenfrequenzen von unserem Teil. Da habe ich jetzt auch kürzlich gelernt, je höher die erste Eigenfrequenz, desto steifer das Teil. Das hatte ich auch mal eine kleine Sache von der NASA gesehen, bei Autodesk. Und hier könnten wir auch den Formengenerator anstoßen, dazu später mehr. Ich übernehme also mal die Einstellungen. Parametrische Tabelle überspringe ich. Da kann man so Bereiche festlegen, die getestet werden sollen. Material ist natürlich interessant. Da kann ich das Originalmaterial überschreiben für verschiedene Versuche. Man kann solche Analysen
kopieren und mit einem anderen Material wiederholen. Dünne Körper ist auch interessant. Da wir ja unser Teil in kleine Elemente unterteilen, kriegen wir die besten Ergebnisse, wenn wir ja einen massigen Körper haben. Je dünner der Körper ist, desto schlechter werden die Ergebnisse. Deshalb kann man hier dünne Körper ausschließen und mit einem anderen, mit einer anderen Rechenlogik dann lösen. Abhängigkeiten, jetzt wird es langsam wichtig. Ich hatte vorhin angedeutet, dass wir in unserem Modell etwas festhalten müssen, damit das System überhaupt was rechnen kann. Ich tue jetzt so, als ob die hintere Fläche, ne, konnte will ich nicht, als ob die hintere Fläche ja, an der Wand fest eingemauert ist oder angeschweißt ist. Das heißt, ich werde die hintere Fläche auf fest setzen. Als zweiten Punkt möchte ich eine Kraft einleiten. Hier nämlich die vordere Kante. Das heißt, die Kraft wird über der Kante eingeleitet. Die Richtung kann ich mit zum Beispiel einer Fläche oder mit einer Kante dann vorgeben. Und ich möchte eine Kraft von, sagen wir mal, 200 Newton, so hatte ich es letztes Mal ausprobiert, einleiten. Also entspricht ungefähr 20 Kilo. Die Platte ist ja 200 groß, also nicht so super groß. Und dann sollte die das auch aushalten. Damit können wir im Prinzip schon unsere erste Simulation starten. Vorher schauen wir uns nochmal das Netz an. Also sehr grob jetzt unterteilt. Man kann naja, die Unterteilung dann auch hier feiner stellen. Das ist hier jetzt in Prozent. Ich mache mal 0,05. Elementgröße und das Netz nochmal aktualisieren. Dann können wir das sehen. Und für unsere kleine Demonstration sollte das genügen. Und gehe dann hier mal auf Simulieren und Ausführen. Diese Bestimmung der Lasten ist eigentlich das Wichtigste bei dieser ganzen Sache, weil oft wissen wir ja gar nicht, wie die echten Belastungen sind. So als Faustformel sagt man auch, verlassen Sie sich nicht zu sehr auf diese Ergebnisse, die rauskommen, verlassen Sie sich eher auf Tendenzen. Oft wird dann, damit man Vertrauen bekommt zu seiner Berechnung, vielleicht nochmal auch ein extra Versuch, ein echter Versuch durchgeführt, um ein bisschen abzuschätzen, liege ich denn da richtig, habe ich die Lasten richtig angesetzt? Und die meisten Firmen, oder nee, nicht die meisten Firmen, das stimmt nicht, viele Firmen haben eben auch extra einen Berechnungsingenieur, der nur solche Probleme ansieht und der kann solche Sachen dann auch ein bisschen besser einschätzen. Ich sag mal, für uns Ingenieure, also nicht so sehr auf die exakte Zahl, die da bei der Spannung rauskommt oder bei der Verschiebung, sondern eher auf die Tendenzen. Das heißt, ich ändere was an meinem Teil, wird es besser, wird es schlechter. Naja, schauen wir uns das Ergebnis mal an. Wir sehen die höchste Spannung hier. Kann man sich auch vorstellen, das scheint uns plausibel, dass wir die hier haben. Wir haben dann hier verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das Maximum und das Minimum anzeigen zu lassen. Und dann sagt er hier, der Maximalwert ist hier 130 Megapascal. In den Ergebnissen können wir statt der von Mies-Spannung, die ist immer positiv, das ist ja eine Art Vergleichsspannung, die uns eine gewisse Sicherheit gibt. Und können zum Beispiel die Verschiebung, sprich die Auslenkung hier von unserer kleinen Aluminiumplatte dann auch anschauen und schließlich die Sicherheit. Also
Das wären hier Sicherheit 2,11 Minimum. Für einen Flugzeugbau wäre das wahrscheinlich in Ordnung. Für einen Maschinenbau wird man sicher ein bisschen höhere Sicherheit haben wollen. Gerade im Hintergrund, ob wir eben ein echtes Vertrauen haben zu der Berechnung oder ob verschiedene Annahmen vielleicht fehlerhaft sein könnten. Das soll jetzt erstmal, naja, ein kleiner Überblick sein über den Ablauf solch einer Analyse. Wenn wir so eine Analyse in einer Baugruppe starten, sind wir natürlich noch, naja, eine Stufe komplexer. Denn die Teile, die wir hier interagieren ja miteinander. Das heißt, wir müssen hier zusätzlich noch dem System beibringen, wie diese Teile untereinander agieren. Ich gehe mal hier wieder auf Umgebungen, Belastungsanalyse. Und hier hatte ich das schon mal vorbereitet, die Belastungen und die Abhängigkeiten. Hier als erstes ist für uns interessant, habe ich diese Grundplatte und diesen Stempel hier aus der Berechnung ausgeschlossen. Interessiert uns nicht weiter. Wir vermuten eher, dass wir hier bei den Stiften, bei der Übertragung der Kräfte Probleme bekommen. Ich habe zwei Kräfte hier vergeben. Das ist einmal die Kraft hier, ich habe die auf 20 Newton gesetzt. Das ist relativ gering. Dazu muss man wissen, dass das Teil auch relativ klein ist. Das ist auch doch nur so 200 mm Größe, so ein bisschen Spielzeuggröße. Deshalb habe ich hier die Kraft relativ niedrig angesetzt. Und als Gegenkraft, die eben wiederum unser Gleichgewicht erstellt, habe ich jetzt circa die fünffache Kraft mit dem Hebelgesetz hier ausgerechnet festgelegt. Also circa 100 Newton. Auch hier können wir uns das Netz mal anschauen. Das werde ich jetzt auch nicht verfeinern. Einfach um hier mal eine Rechnung zu bekommen und werde das gleich berechnen lassen. Damit habe ich hier schon ein Ergebnis. Und wir schauen uns mal an, also maximal sagt er 85 Megapascal. Bei der geringen Belastung ist das eigentlich schon recht viel. Und wir schauen uns hier auch wieder, suchen uns das Maximum raus. Und gucken uns das mal an, wo das liegt. Das ist jetzt schön, ein bisschen schwer zu sehen. Und ich nehme mal dafür ein Part hier aus der Sichtbarkeit raus. Bauteil auswählen. Und blende mal das Teil aus. Und damit wir hier dazu kommen, die Maximalbelastung hier zu sehen. Also das System spuckt uns aus. An der Stelle haben wir die Maximalbelastung. Können wir uns auch plausibel vorstellen, an dem Stift durch den Hebel, und das Moment, das da aufgebracht wird. Wir sehen aber auch, ne, nee, sehen wir vielleicht jetzt nicht, aber ich kann Ihnen das sagen, wenn ich jetzt einen anderen Belastungsfall hier aufbauen würde, wir könnten ja auch sagen, nö, das System soll mir einfach hier diese Fläche festhalten und ich drücke oben dagegen, werde ich einen anderen Belastungsfall an einer anderen Stelle bekommen. Warum sage ich das? Einfach damit Sie ja vielleicht ein bisschen sensibilisiert werden, dass gerade dieser
Aufbau des Lastfalls stark bestimmt das Ergebnis und vor allen Dingen auch, wo diese Höchstbelastung dann liegt. Und da gehe ich wieder in Richtung, habe ich Vertrauen zu diesen Randbedingungen, zu diesen Belastungen, die ich da aufstelle, oder habe ich da nicht so viel Vertrauen, oder kommt mir das Ergebnis plausibel vor, oder scheint mir das ein bisschen merkwürdig, das Ergebnis? Also dann immer auf jeden Fall noch den gesunden Menschenverstand und ihr Ingenieursverstand noch dazu schalten, um solche Ergebnisse zu beurteilen. So, vielleicht jetzt noch einen kleinen Ausflug. Ich beende das mal. Einen kleinen Ausflug zum Nastran, also auch hier unter bei den Umgebungen, ist diese Auswahl Nastran möglich. Und na, wenn er das jetzt aufgebaut hat, werden wir sehen, dass die verschiedenen Befehle eigentlich relativ gleich sind. Ich glaube, er kriegt Auflösung, kommt er nicht zurecht. Das heißt, auch hier müssen wir mit Randbedingungen arbeiten, die Materialien vorgeben. Anders als bei der einfachen Inventorbelastungsanalyse können wir aber hier, wenn wir hier mal reinschauen, wesentlich komplexere Lastfälle aufbauen. Heißt aber auch, dass auch, ich sag mal, wesentlich sperriger ist in der Bedienung. Also hier vielleicht die Empfehlung, machen Sie sich erstmal mit dieser einfachen Berechnung ja, bekannt, und dass Sie da Übung bekommen, bevor Sie sich an dieses Nastran rantrauen. Warum sind wir hier? Hier wollte ich Ihnen zeigen, welche weiteren Berechnungen hier möglich sind. Wir haben in dieser einfachen Analyse ja die lineare Statik und die modale Analyse auch zur Verfügung. Und hier fangen schon weitere Berechnungen an, die diese einfache Belastungsanalyse nicht kennt. Das System kann also mit Knickungen umgehen, nicht lineare Statik, das heißt ja, Schwellenbelastung, Knickung nicht linear. Und dann, ja, Stoßanalysen sind möglich, Frequenzantworten, das heißt, wenn das angestoßen wird, aber auch Dauerbelastungen. Und nicht zuletzt auch Wärmeübertragung, also ich kann auch mit Wärme und den Wärmeeinfluss mitberechnen. Dazu werden dann verschiedene Belastungsanalysen durchgeführt, die dann superponiert, also übereinander gelegt werden, und so, dass man hier ein umfassendes Ergebnis von solchen Belastungen bekommen kann. Ja, jetzt sehen wir auch die Bildchen, also hier Materialien, Idealisierungen, Lasten und so weiter. Ein weiteres Thema, was ich hier anschneiden möchte, ist der Formengenerator. Formgenerator, wir haben ja den Befehl und sehen auch in der kleinen Vorschau, was dieser Befehl macht. Der Formengenerator skelettiert sozusagen unser belastetes Teil und gibt dem Konstrukteur Vorschläge, wie diese Skelettierung eben ausschauen kann. Wofür kann das für Sie interessant sein? Natürlich, wenn Sie ein leichtes Bauteil brauchen, das vielleicht schnell bewegt werden muss, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn dieses Teil dann sehr leicht ist. Das geht übrigens auch in dieselbe Richtung wie Generative Design. Generative Design haben wir allerdings dann nur im Fusion 360 zur Verfügung.
Im Unterschied dazu ist Fusion ist dieses Generative Design nicht an die Form hier gebunden, sondern kann eigene Lösungen für so eine Belastung dann finden. Umgebungen, nee, stimmt gar nicht. Formgenerator wechselt das System also in diese Umgebung, die ja fast gleich aussieht wie in der Festigkeitsanalyse und kann jetzt hier meine Randbedingungen angeben. Das ist ja, so ein Kipphebel, das soll hier die Drehachse sein. Ich werde hier eine Kraft eingeben und eine Gegenkraft, um wiederum das Gleichgewicht zu erhalten. Werde also hier das Gelenk festsetzen und Kräfte einleiten in diese Bohrung. Richtung soll von mir aus nach unten zeigen. Und ich habe mir hier eine Kraft vorgenommen, das hatte ich natürlich schon ausprobiert, mit 200 Newton. Also hier, wenn man hier jetzt zu niedrige Kräfte annimmt, wird das System auch, kein vernünftiges Ergebnis raus bekommen, sondern unter Umständen Lücken lassen, sodass wir da nicht viel mit diesem Ergebnis dann anfangen können. Also das heißt, die Kräfte müssen schon wiederum einigermaßen der Wirklichkeit entsprechen. Ich möchte eine weitere Kraft einleiten, wie gesagt, um ein Gleichgewicht hier herzustellen. Das war hier aber relativ einfach mit dem Hebelgesetz. Habe ich hier dann eine Kraft von 633,3. Und könnte jetzt diese Berechnung schon mal abschicken. Das mache ich noch nicht. Vorher möchte ich Ihnen hier noch weitere Einstellung zeigen, Bereich beibehalten. Das heißt, ich kann dem System jetzt sagen, na, hier brauche ich ein Schraubloch, also hier brauche ich noch immer Fleisch, um hier mein Gewinde dann einzubringen. Genauso kann ich das vorgeben für die Einleitung hier der Kräfte. In dem Fall sind das jetzt ja überall solche Zylinder. Ist dann natürlich dann auch für Quader möglich. So, das soll also gleich bleiben. Und interessant natürlich, dass wir eine Symmetrie haben. Falls die vorliegt, auf jeden Fall mit übernehmen. Und wichtig noch die Einstellungen hier für diesen Formengenerator. Also das Ziel, das lasse ich hier mal auf der Grundeinstellung. Ich möchte das um 60% re reduzieren. Genauso könnte ich dann sagen, vielleicht möchte ich es um 40% reduzieren. Das heißt, auch hier muss man so ein bisschen Gefühl bekommen. Das müssen realistische Werte sein und damit da auch was Vernünftiges rauskommt aus der Berechnung. Hier ist noch eine interessante Einstellung. Minimale Variantengröße. Es ist wahrscheinlich wieder komisch übersetzt. Was er uns damit sagen will, ist, falls ein Steg übrig bleibt, soll der noch eine bestimmte Größe haben. Ich gebe mal hier 10 mm ein. Und hier haben wir schließlich dann die Netzauflösung. Das heißt, wie fein wird mein Bauteil in diese Elemente unterteilt. Je feiner, desto ein besseres Ergebnis werden wir hier haben. Also er sagt hier, längere Lösungszeit zu erwarten. Das heißt, ich werde diese Berechnung jetzt auch nicht abschicken, sondern ich zeige Ihnen, was ich gestern mal ausprobiert habe und zeige Ihnen auch gleich das Ergebnis. Also hier könnte ich jetzt eben, na, wir können das Netz hier nochmal anschauen. Das braucht auch schon eine Weile. Und wir sehen, das ist ja schon relativ fein hier unterteilt. Der nächste Befehl wäre eben Form erstellen.
Das habe ich schon mal durchgeführt, um Ihnen die lange Wartezeit hier zu ersparen und bekomme dann so ein Ergebnis. Ich kann dieses erzeugt, dieses Ergebnis, ich zeige es Ihnen mal, hier sehen. Naja, man könnte das jetzt entweder als STL rausschreiben, was nicht sehr sinnvoll ist, denn wir sehen ja hier genau die Größe dieser finiten Elemente durch diese in dieser ja, hügeligen Struktur, nenne ich es mal. Das heißt, so ein Objekt zu fertigen macht keinen Sinn. Das macht nicht mal Sinn für einen 3D-Drucker. Was wir aber auch sehen, wir sehen die Bereiche, die er beibehalten hat, und wir sehen auch den äußeren Bereich, an den er gebunden ist. Und im wirklichen Leben würde es dann so sein, wenn ich so ein erleichtertes Teil eben vorliegen habe, dass ich mir mein Ausgangsteil eben anzeige. Gehen wir hier mal auf Drahtkörper. Und das erzeugte Teil sozusagen als Vorlage dann verwende, um hier das auf irgendeine Art und Weise eben dann so nachzubauen. So oder so ähnlich könnte das dann aussehen. Sollte ja einigermaßen fertigbar sein, fräsbar. Und dann könnte man von mir aus solche Bereiche dann eben rausschneiden. Ja, das habe ich hier gepfuscht, dann ist es nicht geschlossen. Aber ich denke, der Sinn ist klar hier. Und somit können wir eben diesen Formengenerator auf diese Art und Weise verwenden. Ich habe kurz auch mal das Generative Design hier erwähnt, dass wir eben in Fusion 360 zur Verfügung haben. Und vielleicht haben Sie schon mal sowas in der Vorführung gesehen. Also hier, das war hier auch so ein einfacher Hebel, wird also nicht nur diese äußere Form skelettiert, sondern das System sucht sich selbst dann Formen und Gitter aus, wie das Teil eben aussehen könnte. Das hat ja immer so ein bisschen so einen organischen Charakter, wie Knochenbraun, wie das aussieht. Ja, also fräsbar ist das nicht, aber es gibt da sehr gute Einstellungen, dass solche Objekte dann auch fräsbar sein können. Und mit so sehr fortschrittlichen Fünfachsmaschinen kann man dann auch relativ komplexe oder sehr komplexe Teile auch fräsen. Das war eigentlich schon. Was ich Ihnen heute erzählen wollte, war natürlich jetzt ein schneller Ritt durch diese Belastungsanalyse. Wir haben uns auch Nastran kurz angeschaut und den Formengenerator, dass Sie da auch hier mal erfahren haben, was dieser Befehl überhaupt tut, den man dann täglich sieht im Inventor. Ich darf Sie am Schluss hier noch mal ein bisschen ja, verweisen auf unsere Inovi-Seite. Dort können Sie dann weitere Termine von den Webcasts sehen oder natürlich Seminare dann auch buchen. Und sehen hier noch mal unsere vier Partner, die sich zusammengetan haben zu Inovi. Genau, Fragen, wenn Sie Fragen haben, also wie der Kollege das eben schon erzählt hat, bitte schreiben Sie die dann in den Chatkasten oder in den Fragenkasten rein. Okay, soweit, gut. Ja, vielen Und Dank, jetzt? Rainer. Ich kriege gerade eine Frage. Ja. Wird aber gerade noch geschrieben. Ja, alles klar.
So, die Frage wäre, haben Sie Erfahrungen zum effektiven Speichern von Belastungsanalysen im Vault von Autodesk? Im Wort. Naja, was ich vorschlagen würde bei diesen Belastungsanalysen wäre auf jeden Fall immer so einen Bericht rauszuschreiben. Ansonsten, die Logik vom Vault ist ja die, oder fangen wir anders an, die Logik von Belastungsanalysen ist ja die, dass weitere Unterordner gespeichert werden. Und dann müsste man eben da besonders darauf achten, dass beim Einchecken diese erzeugten Unterordner mit eingecheckt werden. Viel mehr kann ich da auch nicht zu sagen, aber ist auf jeden Fall möglich. Ja, ich hoffe, die Antwort ist erstmal beantwortet die Frage erstmal einigermaßen. Falls nicht, gerne nochmal nachfragen, falls da noch irgendeine Besonderheit irgendwo bei Ihnen vorliegt, wo Sie wissen möchten. Ist natürlich auch so, wenn Ihnen jetzt eine Frage im Nachgang einfällt, können Sie sich natürlich gerne bei uns nochmal melden oder bei einem Ihrer Innovi-Partner natürlich. Also wahrscheinlich sind Sie ja bei einem der anderen Reseller oder eben bei uns mit Ihren Lizenzen oder auch mit Ihrem Support und dann einfach den jeweiligen Partner einfach ansprechen oder eben auch direkt uns ansprechen. Kontaktdaten sind alle auf der Innovi-Webseite. Genau, falls sonst keine Fragen mehr jetzt momentan wären, dann würde ich sagen, würden wir auch zum Ende kommen, Rainer. Ja, dann danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Sachen mitnehmen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche und falls man sich nicht mehr sieht, also ist glaube ich unser letzter Innovi-Webcast dieses Diesem Jahr. Jahr. Der nächste findet im Januar dann von uns statt. Die Kollegen machen aber noch welche im Dezember und ich glaube Ende November noch. Da gerne auch schauen auf der Innovi-Seite. Dann wünschen wir Ihnen schon mal eine schöne Adventszeit auf jeden Fall. Erstaunlicherweise ist das Jahr schon wieder zu Ende oder geht dem Ende zu. Und genau. Würden uns sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Webcast wieder mit dabei sind. Vielen Dank. Gibt es.